Schnuckis, was ist denn hier diese Woche los? Noch eine Sondersendung, aber was soll ich euch sagen? Der Diamond Painting Tagebuchteil wird die Woche schon so voll sein und diese Sachen hier, die brauchen nochmal ein bisschen extra Aufmerksamkeit. Deswegen schiebe ich jetzt ganz spontan nochmal ein YouTube-Video dazwischen. Schnick, schnack, schnick, schnack. Ich habe die Kamera hier schon auf Weitwinkel, damit ich das alles einfangen kann. Da kommen sogar meine Fingerchen hier überall mit ins Spiel. Damit ich alles einfangen kann, denn hier ist ja eine ganze Menge angekommen. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Das hier vorne ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Das sind nochmal Kartons, so wie zum Beispiel die Mystery Boxen. Eine Starterbox wird es noch geben und noch eine andere Sache für mein Advents-Dezember-Special. Da rede ich jetzt noch gar nicht drüber, sondern hier hinten ist jetzt so das Wichtigste. Wir haben nämlich eine ganze Menge Auffüllware bekommen. Also ein Großteil gehört hier noch zu den Adventskalendern. Das wird nochmal extra separat weggeräumt. Das zeige ich euch natürlich nicht. Aber der andere Teil ist Auffüllware für den Shop. Und da würde ich sagen, gucken wir jetzt einfach mal überall rein, was da so drin ist. Und dann seid ihr jetzt schon aktueller informiert als erst am Sonntag. Das war jetzt auch so der Hintergedanke. Dann wisst ihr jetzt gleich, was da alles so online kommt. Das ist ja ein Ding, Schnuckis. Ich habe ja hier mit der Auffüllware gerechnet, auf die ich schon seit Ewigkeiten warte. Und das ist die immer noch nicht. Das ist jetzt ganz niegelnagelneue Ware. Und da ist unter anderem auch eine Mystery Box mit dabei. Und jetzt bin ich gerade so baff und so verwirrt, weil damit kann ich jetzt gar nicht um. Das war jetzt gar nicht das, was ich machen wollte. Aber gut, für euch natürlich auch cool, dass ihr wieder was Neues seht. Aber für mich, da kommt jetzt die Frage auf, wo ist denn bitte schön die ganze andere Ware, auf die ich hier schon so lange warte? Da ist doch irgendwas faul. Na gut, dann kann ich euch doch noch nicht alles zeigen. Wegen der Mystery Box. Ich guck mal, was ich euch jetzt zeigen kann. Puh, also ich bin hier schon fast so ein bisschen überfordert, was hier alles angekommen ist. Wir haben wunderschöne Untersetzer mit Schmetterlingen. Da habe ich hier schon mal was vorbereitet. Die habe ich hier schon rausgeholt. Die sehen so aus. In so einem ganz zarten Lachsrosa. Schick, schick, schick. Dann haben wir, ihr habt euch immer gewünscht, Metallaufsetzer. Am besten gleich mit dem Stift zusammen. Und da habe ich jetzt auch noch verschiedene bestellt. In Metallic-Farben. In rosa, grün und ich glaube noch in blau oder irgendwie sowas. Weiß ich nicht, sehe ich jetzt nicht, finde ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall sehr, sehr schick. Das haben wir jetzt auch am Start. Oh, hier ist auch wieder was Schönes. Also ihr müsst wissen, wir haben 71 Kartons, die wir jetzt hier durchgucken müssen. Und alles ist hier wie so ein kleines Überraschungsei. Hier, ich hatte ja noch mehr Aufbewahrungsmöglichkeiten bestellt für euren Diamond Painting Schnickschnack und in diesem Fall auch noch was ihr painten könnt. Guckt mal diese süße kleine Eule. Ich glaube, ich habe 2 oder 3 verschiedene Sets bestellt. Müssen wir uns auch erstmal durchwursteln. Aber ich bin ganz begeistert. Das ist viel größer, als ich dachte. Also da geht so richtig was rein. Mega. Hier haben wir wieder Schmuckkästchen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Die hatten wir schon mal und die kamen mega gut bei euch an. Und da habe ich jetzt nochmal neue Motive bestellt, also Schmetterling. So, was haben wir hier? Oh, hier haben wir nochmal die Eiffelturm-Anhänger, die kennt ihr schon. Die stelle ich natürlich zeitnah online. Oder werdet ihr euch freuen? Sehr gut. Weiter geht's. Taschen, Taschen, Taschen. Schmetterlingstaschen. So, hier guck mal, da habe ich jetzt noch die anderen Etuis gefunden. Da haben wir einmal diese süße kleine Meerjungfrauenflosse im Cupcake und einmal ein Traumfänger. Und jetzt habe ich gerade schon überlegt, oh Gott, habe ich euch schon zu viel gezeigt? Denn es ist ja hier ganz viel Inhalt noch für Mystery Boxen. Und ich hoffe, ich bin noch nicht durcheinander gekommen. Also ihr werdet nachher natürlich nicht alle 71 Kartons hier sehen können. Aber ich glaube, ihr kriegt trotzdem schon einen guten Eindruck. Bei jedem Karton, den ich aufmache, mache ich, ah, oh! Ich bin immer wieder entzückt, was hier alles für Schätze zum Vorschein kommen. Dieses Eulenbild, oh Gott, ihr werdet ausrasten, das ist sowas von niedlich. Ein Teilbild haben wir hier und wenn ich hier schon sehe, dass wir hier kleine Herzsteine haben, entzückend, oh mein Gott, also wirklich, ein schöner als das andere. Ich kann, also das ist ja wieder ein Fest. Es geht voran, die ersten beiden Paletten haben wir jetzt schon abgebaut. Und ja, da drüben machen wir jetzt weiter. Ach, ein wahres Fest. Habe ich eben schon gesagt, ne? Aber es ist so.
Es ist so. Es macht so viel Spaß. Auch wenn wir schon fix und fertig sind jetzt hier vom Hin- und Herrücken, aber es geht voran. Wisst ihr, was wieder am Start ist? Die Katzenbande, Magnete. Richtig geil. Oh, da werdet ihr ausflippen, das weiß ich. Ich weiß, ihr werdet bei allen Artikeln ausflippen. Und der Ergo-Stift in lila. Der Glitzer-Ergo-Stift. Den haben wir jetzt auch wieder da. Oh, wie schön. Eieiei. Look at this beautiful Stift. Neuer Squishy-Stift ist am Start. Und zwar ein Einhorn. Wir hatten so einen ähnlichen schon mal. Der sieht jetzt aber noch ein bisschen anders aus. Und davon haben wir eine ganze Menge. Oh, Squishy-Stifte liebe ich. Die kann man so drücken und quetschen. Und die fassen sich so richtig schön soft und weich ein. Weich an. Richtig cool. Auch die stelle ich natürlich in den Shop. Puh, ich wollte euch eigentlich vorher nachher zeigen, wie aufgeräumt das hier ist. Aber wir haben jetzt wirklich alle Kartons gesichtet und neu sortiert und neu gestapelt. Und so sieht es jetzt hier gerade aus. Was war das? Alles gut? Ja, ein paar neue Sachen konnte ich euch zeigen, ein paar nicht, weil da natürlich noch die Ware für den Adventskalender bei ist und auch noch für Mystery Boxen. Dementsprechend ist das noch geheim, geheim, geheim. Aber ich glaube, ihr habt trotzdem schon ein bisschen was gesehen und vielleicht auch schon das eine oder andere entdeckt, wo ihr sagt, oh ja, das finde ich ganz cool, das hätte ich ganz gerne. Ja, und was ihr jetzt alles so gesehen habt, das geht heute im Laufe des Tages alles online. Guckt einfach mal im Shop vorbei, vielleicht ist es auch schon drin. Und ja, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schnückern, ihr Lieben. Das war's dann mal wieder. Sondersendung Nummer 3. Wer weiß, wie viele davon noch kommen werden. Gut, ich sag tschüss. Doch noch nicht tschüss. Denn ich habe das Bedürfnis, euch nochmal zu zeigen, wie wir denn hier alles schön sauber gemacht haben. Also sauber gemacht haben, aber oder weggeräumt haben. Die Halle hat wieder Platz. Das ist so geil. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass wir das alles verräumt kriegen, dass wir es irgendwie verstaut bekommen. Aber tatsächlich, mein Mann hat mir geholfen und wir haben hier wirklich alles in die letzten Ecken gedrückt und reingemacht. Und das ist richtig cool. Ja, dann würde ich sagen, haben wir wieder Platz für neue Ware. Upsi. So, jetzt aber tschüss.